Kurzholztransporter mit V8-Power. Mit dem R520 zeigt Scania einen Euro 6-tauglichen Spezialisten für den Forsteinsatz. Damit erneuern die Skandinavier ihr Bekenntnis zum bewährten 8-Zylinder-Motor. Das ist in diesem Fall ein 6x4-Fahrzeug mit zwei angetriebenen Achsen. Wir haben in dem Fahrzeug einen V8-Motor verbaut mit 520 PS, bedeutet bei Scania 2700 Newtonmeter Drehmoment. Das ist ein Kurzholzaufbau von der Firma Müller. Bedingt durch die hohen Lasten, die im Forstbereich gefahren werden, es ist oft auch mal über 40 Tonnen. Und die Robustheit des Motors ist das eine sehr sinnvolle Geschichte. Der Aufbau ist relativ kostenaufwendig, sodass die Unternehmer die Fahrzeuge lange nutzen möchten. Und damit eignet sich ein V8-Motor ganz hervorragend. Es gibt viele Gründe, die für einen V8-Motor sprechen. Da ist Langlebigkeit, Robustheit, da ist zum Beispiel eine sehr gute Wirtschaftlichkeit, da ist ein guter Kraftstoffverbrauch, Wirtschaftlichkeit in Bezug auf Wiederverkaufswert. Die Fahrzeuge haben einen sehr hohen Wiederverkaufswert und sind nach wie vor begehrt in ganz Europa. Etwa 20% der verkauften Fahrzeuge in Deutschland sind V8-Motoren. In Italien ist der Satz noch etwas höher, da liegen wir bei etwa 25%. Auch in der Schweiz und in Skandinavien werden sehr viele V8-Motoren verkauft. Wir haben den V8 ja neu entwickelt in der Euro 6-Norm und werden auch die nächsten Jahre unseren Kunden V8-Motoren zur Verfügung stellen können. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.